Die Sänger arbeiten schon seit einem Jahr musikalisch an die Partien, der Dirigent auch hoffentlich oder mehr. Und ich hatte schon direkt vor eineinhalb Jahren angefangen, fast zwei Jahren, als der Herr Schimmer mir das Stück angeboten hat, mich damit zu beschäftigen. Manche glauben, wir probieren acht Stunden jeden Tag mit allen zusammen. Das ist nicht der Fall. Man muss planen, weil viele Sänger im Ensemble haben andere Vorstellungen. Sieben Wochen sind lang, aber sind nicht so ganz lang, weil im Endeffekt meine Arbeit endet schon zur Klavierhauptprobe und die findet meistens statt in der fünften Woche schon. Und ab der fünften Woche fangen dann die Proben für den Dirigenten mit Orchester und die Endproben und dann die Premiere. Ein Regiebuch im Endeffekt, es ist gemacht als Archiv einer Produktion für spätere Wiederaufnahmen eventuell. Und es gibt so eine internationale Theatersprache, die man nützt dafür, wie man etwas ein Regiebuch schreibt, sodass auch Leute, die später, die bei der Produktion nicht dabei waren, das genauso wiederherstellen können. In diesen Regiebüchern stehen wirklich jedes Wort, jeder Ton, wie der Komponist wollte, dass die Sängerin das singt und welcher Ausdruck und in wie vielen Sekunden oder in welche Takte musste sie so eine Bewegung machen und so weiter und so fort. Und das ist, und es gab die von Gounod Saint-Marc. Wichtig für mich war in der Regiebuch von dieser Gounod-Oper, war die, für jeden Satz die Motivation. Und ich habe von der Regie als solche, von den Bewegungen der Menschen, nichts übernommen, weil es gab nicht viele, die mich interessierten. Meine Sprache ist viel mehr Aktivität, sagen wir so, körperlich für die Sänger auf der Bühne. Aber es war gut zu wissen, was Gounod wollte. Manchmal habe ich das gemacht, manchmal habe ich das nicht gemacht oder manchmal habe ich darüber weiter interpretiert. Die HP1, wie man sie nennt, es ist eigentlich eine Klavierhauptprobe. Das ist das erste Mal, wo Bühne, Kostüme, Licht, Maske, Requisiten, originale Requisiten und so weiter und so fort alle zusammenkommen und das Stück wird im Ablauf gemacht. Deswegen musste man als Regisseur am besten fertig sein mit seiner Inszenierung, weil sonst ist das zu stressig. Weil es sind so viele Sachen, worauf man achten muss, gleichzeitig, dass man zusammenbricht, wenn die Inszenierung nicht läuft. Es ist, sagen wir so, es ist der erste Test zu sehen, wie sieht das gesamte Produkt, aber ohne Orchester. Man kann ein Gesamtbild von was es sein könnte und was noch an Arbeit übrig bleibt bis zur Premiere. Nach der HP1 kann man alles korrigieren, eine Woche später ungefähr. Ist die HP2 Orchesterhauptprobe diesmal. Es ist wie die Klavierhauptprobe diesmal mit dem vollen Orchester und mit allen Korrekturen, was man zwischen dieser Zeitspanne zwischen HP1 und 2 gemacht hat. Und das ist nochmal eine Kontrolle. Und dann Generalprobe musste wie eine Vorstellung laufen und meistens ist auch Publikum, intern Publikum, sagen wir so, Freunde, Familie und so weiter. Und das läuft wie eine Vorstellung. Das musste wie eine Vorstellung laufen, weil es ist wichtig, dass dieser Fluss von der Premiere da ist und dass alle zum letzten Mal auch sehen, was da passiert. Und da kann auch, wie gesagt, die letzte Chance auch für einen Intendant oder zu sagen, das und das gefällt mir nicht, das muss sich ändern oder das muss weg oder so weiter. Oder falls es soweit ist, meistens weiß man schon im Voraus. Aber die letzte Chance wäre auch da für einen Intendant oder einen künstlerischen Leiter zu sagen, das geht nicht oder so weiter. Die Orchesterhauptprobe 2 ist für mich so ein bisschen so der erste Versuch loszulassen. Man hat diese emotionale Beziehung. Und wenn man sich nicht schon ab der, wie gesagt, Orchesterhauptprobe nicht anfängt, sich ein bisschen Abstand zu nehmen, man fällt nach der Premiere in ein riesen emotionales Loch. Weil plötzlich man fährt weg, plötzlich diese Intensive und dieser Zeitdruck ist nicht mehr da. Man hat viel Zeit, man vermisst plötzlich die Menschen. Es ist so, ich finde, es ist das gleiche Gefühl wie nach einem Begräbnis irgendwie. Man hat einen lieben Menschen irgendwo hingelassen, so ist das. Deswegen dieser Abstand hilft emotional, nicht in monatelang Depressionen reinzufallen.
Und ich finde, die Produktionen sind ein bisschen, ein Kritiker hat mir einmal gesagt, ich soll aufhören, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Produktionen sind wie Schmetterlinge. Sind keine Eintagesfliege, aber die sind so schön, solange dieser Moment, wo die da diese Zeitspanne haben. Aber danach verblassen die und dann sind die weg. Für mich, es war ein unglaubliches Abenteuer, ganz einfach. Es war die Recherchen, die in den verschiedenen Archiven und so weiter, immer wieder neue Sachen zu entdecken und so weiter. Und das dann zu probieren und zu merken, es funktioniert und das stärker, als was ich je geglaubt hatte. Und ja, absolut ein tolles Abenteuer. So, ja.